Herr Hohlmann, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sie haben das Buch Generation Greta geschrieben und vor einigen Jahren. Und darin schreiben Sie, dass das Klima, die Klimaproblematik erst der Anfang sei und beziehen sich dabei auf Sascha Lobos These einer neuen, hyperkomplexen Wirklichkeit. Und unsere Veranstaltung im September wird sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern diese neue Wirklichkeit und ganz konkret die existenziellen ökologischen Krisen unserer Zeit die Schule und insbesondere unsere Rolle als Lehrkräfte verändert. Und meine erste Frage wäre, was denken Sie, inwiefern ist diese neue, hyperkomplexe Wirklichkeit in der Schule angekommen oder inwiefern wird sie in der Schule ankommen? Oder sollte Schule nicht so etwas wie ein Schonraum sein für junge Menschen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Soll die Schule auf alle Probleme eingehen, die die Kinder und die Jugendlichen mitbringen? Oder soll sie auch eine Sicherheit, eine Abschirmung, einen Schonraum mit anbieten? Diese Frage ist jetzt von riesiger Bedeutung geworden, denn wir leben, wie wir das in einer Jugendstudie neulich genannt haben, in einem Dauerkrisenmodus. Und es sind vor allem die Jugendlichen, die in einem solchen Modus sich nicht gut entwickeln können. Wenn man sich das noch einmal klar macht, Jugendalter, sagen wir mal so zwischen 12 und 22 Jahren, das ist die Zeit des Experimentierens, des Ausprobierens. Da verändert sich mein Körper rasant, meine Psyche, meine Einstellung zur Umwelt. Ich taste und sondiere, welche Chancen bieten sich mir denn? Wer bin ich denn überhaupt? Alle diese Fragen. In Krisenzeiten, während der Corona-Pandemie, davor schon unter dem Eindruck der Klimakrise, nach der Pandemie jetzt noch unter dem Eindruck einer drohenden Kriegsgefahr, die uns ja durchaus erreichen könnte, ist dieses Leben gestört. Also ich kann nicht unbefangen ein Jugendlicher oder eine Jugendliche sein, sondern ich lebe in einer Ungewissheit. Ich weiß nicht genau, ob ich tatsächlich in den nächsten Jahren noch das Leben führen kann, was ich bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern sehe. Das tragen die Kinder und die Jugendlichen heute natürlich in die Schule hinein. Der Erik Albrecht und ich haben in dem Buch Generation Greta, was ja 2020 entstanden ist, 2019 haben wir daran gearbeitet, sehr stark nur eingehen können auf die Klimakrise, die die jungen Leute damals enorm beschäftigte. Wir haben die Metapher Generation Greta gewählt für die so ungefähr unter 25-Jährigen heute. Die werden in der Fachliteratur manchmal als Generation Z bezeichnet. Die Symbolik macht keinen Sinn, das störte uns. Das Z kommt nämlich nur daher, dass es davor eine Generation Y, eine Generation Y gab und davor eine Generation X, eine rätselhafte, unsichere Generation. Das waren Metaphern, die machten Sinn. Das Z im Alphabet macht keinen Sinn. Jetzt haben wir gesucht, was kennzeichnet denn diese junge Generation? Und das war bis zum Ausbruch der Pandemie ganz eindeutig die aktive Auseinandersetzung mit der existenziellen Krise der Umwelt, mit den Klimafolgen. Und eine Schülerin aus Schweden hat die Bewegung angestoßen, eine, ich glaube, damals 15-Jährige. Und das hat die ganze Jugend geprägt. Das hat gerade in Deutschland eine intensive Aktivität ausgelöst, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern. Die Schulen sind davon betroffen worden, weil eben freitags bei vielen und von vielen gestreikt wurde. Insofern ist also diese Krise damals intensiv in der Schule angekommen. Sie wurde dann von den Lehrerinnen und Lehrern, von den Schulleitungen, von den Eltern mit aufgenommen. Es war ja eine raffinierte Strategie, ne? Dieser zivile Ungehorsam, der sich auf die Schule bezieht. Greta Thunbergs Idee, ich streike heute, und das hat sich übertragen. Eine raffinierte Idee, die dazu geführt hat, dass sich ganz viele Bevölkerungsgruppen mit dem Thema auseinandersetzen mussten und eine Empathie auch entstand zu den jungen Leuten, die das angestoßen hatten. Wir haben nun die Metapher Generation Greta gewählt, weil es auffällig war, es waren ja 30-40% der jungen Generation, die mit dieser Bewegung sympathisierten. Es war, wie wir in Studien inzwischen herausgefunden haben, 5%, also eine für eine Bewegung ungewöhnlich große Zahl der jungen Bevölkerung, die ganz aktiv in Ortsverbänden und bei einzelnen Veranstaltungen mitgewirkt haben.
Die Metaphergeneration, Greta, hat auch damals nicht die ganze Generation, die ganze Bandbreite aller Angehörigen der jungen Generation beschrieben. Aber es war doch eine auffällige, dominierende Haltung, wie wir sie selten gehabt haben. Eine politisierte junge Generation mit konstruktiver Grundhaltung. Also ich kann nur immer wieder von Hochachtung und auch von Bewunderung über diese Bewegung sprechen, die auch politisch ja dann sehr viel erreicht hat. Also über diese Bewegung mit dieser Impulshandlung, der sehr klugen Impulshandlung von Greta Thunberg als internationale Initiatorin, sind die Krisen gewissermaßen in der Schule angekommen. Seitdem setzen sich Schulleitungen, setzen sich die Lehrkräfte in der Schule, aber eben auch drumherum Eltern, viele andere Berufsgruppen mit Umweltthemen, mit dem Klimathema auseinander. Und das ist eine ungeheure Leistung, die leider durch die Corona-Pandemie dann ziemlich zerstört wurde. Jetzt war ein Streik der Schule ins Leere gelaufen, weil die Schulen sogar geschlossen wurden wegen Infektionsgefahr. Jetzt waren die öffentlichen Demonstrationen, der Blickfang der Bewegung Fridays for Future waren auch nicht mehr möglich. Eine dramatische Situation für die Bewegung Fridays for Future, die viel von ihrem Momentum gekostet hat und die es auch schwer gemacht hat, seit dem Abklingen der Pandemie wieder in sich stimmige und aktive Aktivitäten auf die Beine zu stellen, sodass das Feld inzwischen an radikalere Umweltorganisationen wie die letzte Generation hier in Berlin übergegangen ist, die nach meiner Ansicht das Thema eher zerstören und die Sympathie, die in der Bevölkerung aufgebaut worden war, auch in der Lehrerschaft aufgebaut worden war, sehr in Frage stellen. Also ich will sagen, wir haben es mit einer jungen Generation zu tun, die ungewöhnlich politisch ist bis heute. Umweltbewegt, weltoffen dabei sind nicht alle. Das ist eine gut gebildete Gruppe in der jungen Generation. Sie mag jetzt heute nicht mehr 40% umfassen, sondern vielleicht 20 oder 25%, schätze ich mal. Aber es sind immer noch sehr viele. In Jugendstudien können wir das auch erkennen, dass das Thema Klima, Schutz, Klimagefahr eine riesige Bedeutung für die jungen Leute hat. Aber es sind natürlich dazwischen die Belastungen durch die Corona-Pandemie und inzwischen auch die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine als Ängste, als Sorgen mit hinzugekommen, sodass, wie ich schon gesagt habe, wir von einer jungen Generation im Dauerkrisenmodus im Moment ausgehen müssen, eine starke innere Verunsicherung und Erregung, die nicht mehr nur alleine durch die Klimagefahren ausgelöst wird, sondern durch viele andere existenzielle Gefahren auch. Und ich kann noch hinzufügen, die junge Generation zwischen 12 und 22 ist besonders stark hiervon betroffen, wegen ihrer ganz spezifischen Ausgangssituation im Lebenslauf. Und deswegen spürt sie diese Belastungen intensiver als die Jüngeren und als die älteren Menschen. Und was glauben Sie, ist der Weg, wie die Schule jetzt damit umgehen sollte? Sollten wir dann als LehrerInnen Ihrer Meinung nach eher sagen, gut, wir versuchen trotzdem, die Schule als Schon- und Experimentierraum beizubehalten? Oder würden Sie sagen, nee, das ist sowieso nicht möglich? Sie haben ja vorhin gesagt, das kommt sowieso in der Schule an. Oder müssen wir nicht proaktiv als Schule darauf reagieren und wie stark, glauben Sie, muss die Veränderung sein der Institution im Angesicht dieses Dauerkrisenmodus? Ja, die Krisen sind in der Schule angekommen. Die Schülerinnen und die Schüler bringen sie mit in die Schule hinein. Aber die Lehrkräfte, die Eltern tun das natürlich ebenso. Also müssen sich alle Schulen von der Grundschule an in allen Ebenen dieser Thematik stellen. Eine in sich verunsicherte junge Generation, die merkt, dass sie keine Gewissheit hat, auf diesem Globus sicher zu leben. Die aber, das dürfen wir nicht übersehen, glücklicherweise, es ist ja eine ungeheuer wichtige Hintergrundinformation, glücklicherweise sehr gute Chancen in Ausbildung und Beruf hat, weil die großen Babyboomer-Jahrgänge gerade aus dem Beruf austreten und dadurch die Chancen für die junge Generation in die Ausbildung, in einen Arbeitsplatz zu kommen,
weil diese Chancen sehr gut geworden sind. Aber es ist eine verunsicherte junge Generation, die jetzt da in die Schulen kommt. Diesen Herausforderungen muss sich die Schule stellen. Das bedeutet, die Krisen können nicht geleugnet werden. Das Kerngeschäft von Schule ist Information, Wissensvermittlung, Auseinandersetzung mit Tatbeständen, Verständnis der Lebenswelt wecken. Also gehört diese, ich sag mal, aufklärerische Komponente ganz ins Zentrum. In der Schule wird also über Nachhaltigkeit, über Umweltprobleme, über Klimakrisen gesprochen. Es wird in der Schule über die Infektionsgefahr gesprochen. Es wird so sachlich wie möglich auch im Unterricht mit einbezogen, das thematisiert. Es werden die Kriegsgefahren, die internationalen Sicherheitsprobleme angesprochen. Thematisch, so gut es geht, so weit es geht, also alles in die Schule, auch in den Unterricht einbeziehen. Es muss nicht immer Unterricht sein, es kann auch können auch nebenunterrichtliche Aktivitäten, Initiativen, Projekte sein, die hier eine Rolle spielen. Also die erste Aufgabe der Schule ist, das im Unterricht fachlich zu behandeln und sachlich zu thematisieren. Alle Krisen sozusagen beim Namen nennen und die Hintergründe dafür offenzulegen. Das ist die Stärke der Schule, das ist auch die Stärke des traditionellen Unterrichts, über den man kritisieren kann, wie man will. Aber das kann traditioneller Unterricht. Das ist wichtig, diese Informationsgrundlage, diese Wissensgrundlage zu schaffen, wobei selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler sich das mit erarbeiten und ganz aktiv einbezogen werden. Es ist keine passive Belehrung, macht sowieso ja wenig Sinn bei all diesen Themen, sondern eine aktive Auseinandersetzung. Das zweite ist die psychologische Ebene. Weil die jungen Leute verunsichert sind und nicht sicher sein können, welche Lebensbedingungen sie vorfinden, muss sich die Schule auch dem stellen. Jetzt sind die Lehrkräfte keine ausgebildeten Psychologen. Wenn es in der Schule Fachleute aus dem Bereich der Psychologie, der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik gibt, werden die selbstverständlich mit eingeschaltet. Es wird aber zahlenmäßig und von der Kontaktdichte nicht möglich sein, dass ganze Klassen, jeder einzelne Schüler, der Bedarf hat, angesprochen wird. Es kommt also sehr auf die Rolle der Lehrkraft mit an. Der Lehrer, die Lehrerin muss versuchen, sich auf die Situation einzustellen. Kein Therapeut sein, das ist ganz, ganz wichtig, bloß nicht den Versuch zu machen, in irgendeiner Weise therapeutisch zu handeln, sondern als Pädagoge zu handeln, in der Rolle des meist ja sehr viel älteren Menschen, der auch eine andere Lebenserfahrung hat, der fachlich geschult und gebildet ist, der seine eigenen Ängste auch nicht versteckt, aber sagt, so, wir müssen uns mit solch einer Krisensituation auseinandersetzen. Auch mich beschäftigt sie. Meine eigene Strategie, damit umzugehen, ist folgende. Das hat sich bei mir bewährt. Es darf also durchaus eine biografische, eine persönliche Komponente mit hineinkommen. Und jetzt muss das aber übertragen werden in die ganze Schulklasse, in die ganze Schule, in das ganze Schulleben. Das bedeutet, in einer solchen Krisensituation, in der sich die jungen Leute leider sehr zurecht fühlen, muss die Schule auch Sicherheit bieten. Das halte ich für ganz wichtig. Gerade im Anschluss an die Corona-Pandemie haben wir gemerkt, eine Krise, die sozusagen auch unmittelbare Lebensgefahr ausdrückte, Klimakrise, langfristige Lebensgefahr, Corona-Pandemie, Infektion, eine unmittelbare lebensgefährdende Krise, merken wir jetzt in der Nachbearbeitung, wie wichtig es ist, dass die Schule sagt, bei uns gelten folgende Formen des Umgangs, folgende Regeln. Wir sind eine Institution, da begrüßt man sich am Morgen. Da legen wir Wert darauf, dass wir höflich miteinander umgehen. Da legen wir Wert darauf, dass ein Konflikt genau identifiziert werden kann. Dass wir wissen, wie in einer Konfliktsituation gehandelt wird. Wir stimmen uns ständig darüber ab, wie wir miteinander umgehen. Und dadurch schaffen wir eine regelgeleitete, von allen mit beeinflusste demokratische Kultur, aber die genau gibt uns Stabilität und Sicherheit. Schonraum wäre noch die weitere Überlegung. Soll die Schule auch ein Schonraum sein? Ja, aber ich würde sagen, durch diese Kombination, dadurch, dass fachlich informiert wird und fachlich so rational wie möglich aufgearbeitet wird, was los ist, plus Regelfestigkeit,
soziale Sicherheit vermittelnde Vereinbarungen für den Umgang miteinander. Ich glaube, das reicht als Schulraum. Die Schule sonst irgendwie abzuschirmen von der Umwelt und in ihr zu sagen, hier haben wir die Krisen nicht, bei uns gelten sie nicht, halte ich für überdreht. In dem Sinne würde ich den Begriff Schulraum hier nicht für angemessen halten, aber die Schule als einen sicheren Raum, der von allen mitgestaltet wird, auf den man Einfluss hat, der eine Selbstwirksamkeit ausdrückt, der deutlich macht, ich partizipiere, ich beteilige mich, ich bin Teil dieses Gebildes. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und da kann diese nötige Hintergrundsicherheit gegeben werden, dass Kinder und Jugendliche nicht verzweifeln und nicht in Not geraten. Auch dazu gehört, diejenigen Schülerinnen und Schüler oder Mitschülerinnen und Mitschüler, von denen die anderen wissen, die leiden besonders. Sie haben es mitbekommen, dass die große psychische Probleme haben, Ängste erleiden, nicht mehr gut schlafen können, depressive Verstimmungen angeben, dass in einer geeigneten Weise das in der Schule an einen Vertrauenslehrer, an eine Vertrauenslehrerin gemeldet wird oder an jemand, der in der Schule zur Verfügung steht, aus den Berufsgruppen der Psychologie, der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik und so weiter. Ganz wichtig, dass hier eine solche Kultur auch mit aufgebaut wird. Wir schauen genau hin, wir sind sensibel und wir sehen, dass jemand Hilfe braucht. Wir spüren aber gleichzeitig, das ist alleine mit pädagogischen Mitteln nicht mehr möglich. Und dann sorgen wir dafür, dass diese Schülerin, dieser Schüler eine Beratung bekommt, um vielleicht in eine therapeutische oder in eine psychologische Behandlung zu kommen. Etwas, was man mit den schulischen Mitteln und mit den Ansätzen, die ich geschildert habe, so gar nicht schaffen kann. Wenn Sie jetzt auf das Schulsystem gucken, wie es jetzt ist, können Sie vielleicht 2, 3 oder auch mehr Punkte, ganz konkrete Punkte benennen, von denen Sie sagen würden, das müsste sich verändern, um diesen Herausforderungen, die Sie gerade beschrieben haben, gerecht zu werden? Wenn wir die Erfahrungen mit der Klimakrise und die Erfahrungen mit der Gesundheitskrise, Corona-Pandemie mal zusammenziehen, dann würde ich sagen, das Entscheidende, was wir als Botschaft aufnehmen können, ist, wenn Jugendliche, das besonders stark, es gilt aber auch für Kinder und Jugendliche, einen Kontrollverlust erleiden, dann kann das ihre ganze weitere Lebenssituation dauerhaft stören und ihre gesunde Entwicklung beeinträchtigen. Dieses Gefühl, nicht über die eigenen Möglichkeiten, die ich körperlich, die ich psychisch habe, die ich sozial, intellektuell habe, verfügen zu können, meine Umwelt nicht mitgestalten zu können, weil ich gelähmt bin. Das war eben besonders während der Corona-Pandemie auf dem Punkt, aber atmosphärisch so ähnlich wie bei der Klimakrise, auch bei einer Kriegsangst, da sind sich diese Ausgangssituationen in den Wirkungen durchaus ähnlich. Das war das am stärksten Belastende. Also brauchen wir im schulischen Bereich Ansätze, um den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, hier kannst du selbst etwas bewirken. Angebote der Beteiligung, Angebote des Mitmachens, Angebote, Initiative selbst zu ergreifen, etwas zu tun, was abgestimmt ist mit den Lehrerinnen und den Lehrern, was ich als Jugendlicher aber selbst mache. Und ich sehe das auch, was ich gemacht habe. Ich habe einen Effekt. Das ist ja dieser schöne Begriff Selbstwirksamkeitsgefühl. Ich muss es auch merken, dass ich selbst etwas gemacht und bewirkt habe. Den halte ich im Moment für den Dreh- und Angelpunkt der schulischen Arbeit. Das heißt, in jedem Fach versuchen, Schülerinnen und Schüler aus der Passivität herauszubringen, gilt ja auch jenseits der Krisendiskussion. Das ist ja eine Herausforderung, die sich im digitalen Zeitalter ohnehin gerade besonders stark stellt, weil Schülerinnen und Schüler selbst durch ihre digitale Präsenz sich sehr viel Fachwissen zum Beispiel erarbeiten können und die Lehrkraft in ihrer Rolle sich verändert. Ein Wissensvermittler bin ich nicht mehr als Lehrer, sondern ich bin ein
Begleiter bei der Wissensgewinnung und bei der Verwertung und der Verarbeitung des Wissens. Ich werde mehr zum Coach und bin nicht mehr derjenige, der im Unterricht das Wissen präsentieren kann. Das holen sich die Schüler möglicherweise von woanders her. Es kommt also sowieso eine Aktivitätskomponente in den Unterricht hinein. Wir merken das ja auch, die Rolle der Lehrkräfte verschiebt sich ja bereits überall, teilweise unbewusst. Ne? Das ist ein Prozess, der schon in Gange ist. Den also stärken, durchaus auch mit Ausnutzen der digitalen Intuition, die die jungen Leute haben und ihrer Neugier, damit umzugehen. Das halte ich für bedeutsam, für jetzt entscheidend. Das heißt, in der Schule alles zu tun, um die Aktivität der Schülerinnen und Schüler hervorzulocken, ihre Produktivität zu stärken, ihnen Angebote zu machen, wie sie sich selbst beteiligen, wie sie selbst etwas machen und bewerten, wie sie eben ihre Selbstkontrolle wiedergewinnen oder überhaupt erst gewinnen und in dem eben besprochenen Sinne selbst wirksam sein können. Davon sind wir, wie wir alle wissen, leider sehr weit entfernt, aber wir müssen ja auch die Richtung wissen, in die es geht. Okay, ja, das ist ein spannender Übergang, wenn Sie sagen, davon sind wir gerade sehr weit entfernt. Das empfinden wir nämlich auch so. Und deswegen wäre meine Anschlussfrage an der Stelle noch, kann das in dem System, wie es gerade ist, Ihrer Meinung nach überhaupt passieren oder bräuchten wir auch eine Änderung von Rahmenbedingungen? Und wenn ja, welche würden Sie den Ministerien oder der Bildungsadministration mit auf den Weg geben? Was braucht Schule eigentlich jetzt, damit das, was Sie gerade gesagt haben, möglich ist? Wir machen ja systematisch Befragungen von Schulleiterinnen und Schulleitern. Das hat der Verlag Cornelsen in Auftrag gegeben beim Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, wo ich mitarbeite. Das sind repräsentative Befragungen aller Schulleitungen der allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Und die Ergebnisse sind bemerkenswert, weil nämlich eine Mehrheit der Schulleitungen uns heute sagt in dieser Befragung, so wie die Schule im Moment aufgestellt ist, werden wir den Herausforderungen der nächsten 10, 20 Jahre nicht gerecht. Das ist eine Schulorganisation, die viel zu beharrlich, zu bürokratisch ist, bei der wir nicht die Freiheit haben als Schulleitungen, um eigene Akzente zu setzen. Die Schulleitungen, und das kann ich nur unterschreiben, sehe ich auch analytisch so, plädieren für eine größere Autonomie jeder einzelnen Schule, für größere Freiheiten in der Eigenentscheidung. Das bedeutet also auch, programmatisch frei zu sein, dass die pädagogischen Programme anzupassen, auszurichten auf die jeweilige Schülerschaft, die jeweilige Elternschaft, auf die Herausforderung, selbstverständlich auch auf das Kollegium. Sie plädieren dafür, dass die Schule eine Personalhoheit hat, also selbst entscheiden kann, welche Lehrkräfte, welche Lehrbeauftragte, auch ganz wichtig, welche andere Personen aus anderen Berufen sich in der Schule aufhalten, dass sie entsprechend auch eine Budgethoheit hat. Das gibt es in Ansätzen überall, in allen Bundesländern. Dafür aber plädieren die Schulleitungen, dass das intensiv ausgebaut wird und dass viel mehr solche Freiheitsgrade in die eigene Aktivität eingehen können. Das ist, glaube ich, ich kann das nur unterschreiben, das ist im Moment die größte Herausforderung, eine lösbare Herausforderung, Schulen mehr Gestaltungsautonomie geben und ihnen wirtschaftlich, also finanziell, personell, programmatisch größere Freiheiten zu geben. Allerdings da, übrigens auch im digitalen Bereich, ne? Allerdings dafür auch Beratung zur Verfügung stellen, Coaches zur Verfügung stellen, Schulentwicklungsbegleitungsleute, die das beratend tun. Das ist wichtig, das kann nicht jede Schule und kann nicht jede Schulleitung von sich aus tun. Also in diese Richtung müssen wir jetzt gehen. Es ist ja so, wir haben mindestens 15% Schulen in Deutschland, bei denen alles das, was wir gerade diskutieren, schon umgesetzt wird. In allen Stufen, in der Grundschule, in der Mittelstufe, in der Oberstufe. Sowohl private, vielleicht ein bisschen mehr, weil sie ein paar mehr Freiheitsgrade haben, als auch öffentliche Schulen, die
eine starke Autonomie haben, eine starke Selbstständigkeit, die intensiv dafür gesorgt haben, dass die Schülerinnen und Schüler sich aktiv beteiligen, die die enge Struktur von Fächern aufgelöst haben, viel mehr fachliche Überschneidungen einbezogen haben und auf diese Weise eine intensive pädagogische Atmosphäre hergestellt haben und dadurch auch in der Lage sind, die Schüler so zu aktivieren, dass sie von sich aus mit Belastungen, mit Krisen stark umgehen können, die einfach die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler stark machen. Das muss ja das Ziel sein. Es gibt solche Schulen, also in den heutigen Strukturen, in den völlig unzureichenden Rahmenbedingungen, die wir haben, schaffen es 15% der Schulen, eine solche Leistung zu bringen und die genauer sich anzuschauen und die vielleicht in die Lage zu versetzen, dass sie jeweils eine Patenschule haben, die sie auch auf den Weg bringen, das, was sich die Mehrheit der Schulleitungen in Deutschland wünscht, umzusetzen. Das wäre mein Wunsch dabei. Okay. Eine Forderung, die wir noch haben, oder einen wichtigen Punkt, den wir sehen, ist, dass wir sagen, wir müssten Prüfungsanlässe reduzieren. Diese Korrekturanlässe, die Prüfungsanlässe, die wir haben, würden Sie das unterstreichen, um mehr die Bildung so auszurichten, wie Sie sie beschrieben haben? Oder hätten Sie dann Sorge, dass dadurch Qualität nachlässt, wenn wir weniger standardisierte Prüfungsformate haben, wie wir sie jetzt haben? Prüfungen der Leistungen, Qualitätskontrollen, Vergewisserung, wo denn die einzelnen Schüler in ihrer Entwicklung stehen. Ja, das gehört natürlich zum Kerngeschäft der Schule mit dazu. Ich muss, wenn ich heute auf einen Schüler, auf eine Schülerin angemessen eingehen will, schon sehr genau wissen, welche Fähigkeiten hat denn diese Person. Dazu haben wir heute hervorragende Testmöglichkeiten, auch im digitalen Bereich, die geben teilweise Spaß, sind spielerisch. Aber in Mathe und in Deutsch und in Fremdsprachen und in Geografie, im Grunde in allen Fachgebieten, präzise genau zu wissen, welche Stärken, welche Schwächen hat denn dieser Schüler, hat denn diese Schülerin, wo steht die Person gerade und wie kann ich dann ganz gezielt einsetzen? Ich glaube, das ist die absolute Voraussetzung. Wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir einen Teil der Schüler durch die Krisensituation, vor allem die Corona-Pandemie und die Lockdowns, sind das jetzt fast 25% geworden nach allen Studien, bildungsmäßig, lernmäßig hängen gelassen haben. Die sind ganz stark abgerutscht. Da ist das besonders wichtig, jetzt zu wissen, wo stehen die denn. Das heißt also, jede Qualitätskontrolle in der Schule muss beginnen bei der genauen Diagnose der Ausgangssituation. Dabei dürfte es durchaus sinnvoll sein, auch die soziale und psychische Befindlichkeit der Schüler ganz vorsichtig mit zu erfassen, sodass man ein Bild hat, wie sicher, wie stabil fühlt denn sich diese Schülerpersönlichkeit. Und darauf setzt dann die entsprechende Förderung ganz gezielt an. Wie kann ich meine Ergebnisse kontrollieren? Das ist natürlich ein altes Dilemma. Im Moment machen wir es mit Bewertungen, mit regelmäßigen Prüfungen und mit entsprechenden Benotungen. Jeder weiß, das wird immer wieder in die Diskussion gebracht und das Notensystem kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ganz klar. Wir brauchen aber natürlich irgendeinen Ausdruck dafür, wie stark ist ein Schüler, wie gut sind seine Leistungen, wie ist insgesamt die Leistung dieser Schülerin einzuschätzen. Irgendwie müssen wir das schon erfassen und vergleichen, sonst sehen wir auch nicht, ob wir Erfolge haben. Dafür brauchen wir eine angemessene Form von Bewertung. Die muss nicht so selektiv sein wie heute, die muss nicht den Charakter haben, dass man mit einer bestimmten Punktzahl nur daherkommt. Es könnte sein, dass wir dazu auch noch zusätzliche verbale Informationen geben. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir schaffen die Noten ab und die Schule wird besser. Wir kommen um dieses Thema im pädagogischen Sektor nie herum, dass wir am Ende eine Bewertung aussprechen, eine Beurteilung aussprechen über den Leistungsstand des einzelnen Schülers und der einzelnen Schülerin. Gehört dazu und ich glaube nicht, dass das
ein Angstfaktor ist, der insgesamt das Lernen blockiert oder insgesamt jetzt es uns unmöglich machen würde, in Krisenzeiten in der Schule auch auf die psychische und die gesundheitliche Ausgangssituation von Schülerinnen und Schülern einzugehen. Also ich glaube, da dürfen wir ruhig von einer gewissen Robustheit ausgehen. Das ist es, Tradition, Leistungen zu bewerten. Und das wissen alle und es wird auch dabei bleiben. Okay. Kommen wir mal zurück zu der Rolle von Lehrenden in, auch mit Blick auf Transformation. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat eine Studie zu sogenannten sozialen Kipppunkten gemacht. Was ist notwendig, damit ein sozialer Wandel, eine sozial-ökologische Transformation stattfinden kann? Und da ist Bildung einer dieser sozialen Kipppunkte. Und das überträgt Lehrenden aber ja auch ein gewisses Maß an Verantwortung. Und da wäre meine Frage an Sie, wie viel Verantwortung für gesellschaftlichen Wandel können wir Lehrkräften zumuten? Und welche Rolle spielt dabei die Frage der Vorbildfunktion? Also Transformation funktioniert nur über Wertewandel. Jetzt haben wir aber LehrerInnen, die ja in einem anderen System sozialisiert sind, als wir es für die Transformation eigentlich benötigen. Genau, da wäre Ihre Einschätzung spannend, wie viel Wandel können wir oder wie viel Verantwortung können wir Lehrkräften zumuten und wie wichtig ist die Vorbildfunktion? Na, ich denke schon, eine Lehrerin, ein Lehrer heute hat eine enorme soziale Verantwortung, ist ein soziales Rollenmodell für die Schülerinnen und Schüler. Und es gehört mir zum Beruf, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ich muss mir immer dessen bewusst sein, die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich handle, wie ich mich verhalte, wie ich arbeite in meinem Unterricht, wie ich mit Belastungen umgehe, wie ich in Konfliktsituationen reagiere. Die wird detailliert und total beobachtet. Ich stehe unter Dauerbeobachtung und muss das entsprechend lernen. Ich bin ein soziales Modell für meine Schülerinnen und Schüler. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man sich dieser Rolle, die man spielt, immer bewusst ist. Die verschafft auch Sicherheit. Das gehört mit in das Kapitel Sicherheit, wenn es ziemlich klar ist in der Schule, wie Lehrkräfte ihren Beruf auffassen. Übrigens würde ich sagen, bis hin zur Kleidung und bis hin zur Art und Weise, wie man sich begrüßt und verhält. Es ist sehr gut, wenn die Schulen einen Kodex, eine Vereinbarung treffen. Was ist pünktlich? Was ist angemessen gekleidet? Was sind die Umgangsformen, die wir hier haben? Da muss die Lehrkraft selbstverständlich auch ihrerseits die Beschlüsse, die Vereinbarungen der Schule ganz deutlich mittragen und gegenüber den Schülern repräsentieren. Das gilt auch für die gesellschaftliche Verantwortung darüber hinaus. Ich muss mir schon darüber im Klaren sein, dass meine Schülerinnen und Schüler von mir wissen wollen, wie nachhaltig ich lebe, ob ich denn auch in meinem privaten Leben darauf achte, dass ich umweltsensibel handle, wie ich meinen Haushalt führe, gehört mit dazu. Ich muss darauf eingerichtet sein, dass Schülerinnen und Schüler das von mir wissen möchten. Ich behalte meine Privatsphäre, halte ich für ganz wichtig, aber ich muss, was den gesellschaftlich verantwortlichen Teil meiner privaten Lebensführung angeht, muss ich auch Rede und Antwort stehen. Das gehört mit zu meiner Aufgabe als Lehrkraft heute dazu. Das kann ich dadurch unterstreichen und auch ein kleines bisschen den Druck von mir nehmen, wenn ich in der Schule, also an meinem Arbeitsplatz, mit den Schülerinnen und Schülern möglichst zusammen aktiv werde. Wir wollen in dieser Schulklasse hier Sauberkeit haben, und zwar aus hygienischen Gründen. Deswegen organisieren wir das. Wir achten hier darauf, dass wir in guter Luft leben und dass wir auch eine gute Arbeitsatmosphäre haben. Wir achten darauf, dass die ganze Schule, wir achten auch auf die Energiesituation, die wir im Klassenzimmer haben, Heizkosten. Wir machen mal eine Modellrechnung. Wir fangen an, das über die Klasse hinaus, über unsere Schulklasse, über unseren Raum hinaus, auch in die ganze Schule tragen. Also Aktivitäten, die sich auf Nachhaltigkeit, auf Umweltschutz, auf Klimathema, auf Kosten, auf Hygiene in der Schule beziehen,
neben der sozialen Ebene, die ich schon angesprochen habe, auch die Umgangsformen, das ist von ungeheurer Wichtigkeit. Also hier kann ich dann zeigen, wir leben hier in einer Schule, die Schule ist eine soziale Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft geht es vorrangig um soziale, um Bildungsarbeit, aber die hat immer auch eine gesundheitliche Komponente, eine hygienische Komponente, eine Kostenkomponente, eine Klimakomponente. Das deutlich zu machen und in einer Schule zum Thema zu machen, vielleicht sogar auch Programme zu entwickeln, wie machen wir diese Schule, schaffen wir das, machen wir die klimaneutral in den nächsten 20 Jahren, das halte ich für ganz, ganz spannende Sachen. Wie gesagt, damit kann ich den Druck nehmen, den die Schüler zu Recht mir gegenüber aufbauen, wenn sie wissen wollen, wie ich mich denn bei den Herausforderungen unserer Zeit selbst verhalte, und kann deutlich machen, ja, ich tue zu Hause, was ich kann, ich lasse mich aber nicht total als Person, öffne mich nicht total als Person in diesem Bereich, weil ich meine Privatsphäre völlig zu Recht bewahren will, das verstehen die Schüler auch, aber ihr seht mal, ich arbeite hier im schulischen Bereich, wo wir alle zusammen sind, arbeite ich an dem Thema. Ich glaube, das wäre eine Strategie, die ich, wenn ich selbst im schulischen Bereich wäre, so übertragen würde. Sie haben bei Generation Greta geschrieben, dass die ältere Generation hinter sich die Leiter hochzieht. Das fand ich einen sehr einprägsamen Satz. Das war vor allen Dingen aufs Rentensystem bezogen, aber man kann das natürlich auch auf Klima und Transformation beziehen. Sehen Sie da, ich würde sagen, ich bin 40, zähle mich schon auch noch zu der Generation, die noch nicht so wahnsinnig nachhaltig sensibilisiert ist. Das passiert teilweise, aber ich würde sagen, die Mehrheit meiner Generation hat jetzt auch noch nicht diese Sensibilität, was ein nachhaltiges Leben angeht. Würden Sie sagen, dass sich daraus auch ein Konfliktpotenzial zwischen LehrerInnen und SchülerInnen in der Schule ergibt? Und haben Sie Vorstellungen, wie wir damit umgehen können? Die Umweltbewegung Fridays for Future war ja im Blick auf ihre Generationenorientierung für mich vorbildlich. Es wurde immer gesagt von den jungen unter 20-Jährigen damals zum Höhepunkt der Bewegung, die Bewegung ganz stark geprägt haben. Ihr Älteren, die Generation unserer Eltern, unserer Großeltern, ihr habt fahrlässig gehandelt. Ihr seid dafür verantwortlich, dass das Pariser Klimaschutzabkommen schon seit Jahren verschleppt wird und keine angemessenen Schritte gemacht werden. Wir klagen euch dafür an. Aber wir laden euch gleichzeitig ein, mit uns zusammen das Problem zu lösen. Wir wollen einen Schulterschluss der Generationen, denn wir wissen, wir alleine als jüngere Leute können das gar nicht schaffen. Das fand ich super, fand ich vorbildlich. Und es hat ja auch gewirkt. Ne? Es hat dazu geführt, dass wir Parents for Future und Teachers for Future und Psychologists for Future und Scientists for Future viele Kreise haben, wo auch ältere Generationen mitwirken. Insgesamt sind natürlich die Themen, die unterschiedlichen Altersgruppen in der Bevölkerung beschäftigen, immer von ihrem Zukunftsblick geprägt. Und die ältere Generation achtet besonders stark darauf, ob sie in Rente gut wird leben können, ob das Gesundheitssystem gut ist, ob die Altersabsicherung gut ist. Danach kommen vielleicht die Klimathemen, die jungen Leute tausendmal mehr beschäftigen. Bei denen stehen die im Vordergrund, weil das ihre Zukunft betrifft. Es ergeben sich also ganz natürliche durch die Positionen im Lebenslauf bestimmte Interessen, Perspektiven. Und da kann es immer wieder zu einer Spannung führen zwischen dem starken Gewicht, was die jungen Generationen unter 25, unter 30 kann man verallgemeinern, ganz besonders auf den Klimaschutz legen und den Interessen, die sich natürlicherweise bei den Älteren ergeben, bei den über 60-Jährigen zumal, die auf die Absicherung ihres Lebensabends gerichtet sind. Umso wichtiger eben und umso stärker zu loben und zu befürworten, ist der Ansatz von Fridays for Future, diese Spannung zu überbrücken und einen Schulterschluss der Generationen herbeizuführen und die ältere Generation davor zu bewahren, die ist ja sehr zahlenmäßig sehr stark, hat diesen riesigen Einfluss, deswegen zum Beispiel bei Wahlen,
davor zu bewahren, dass sie nur ihre eigenen ganz persönlichen egoistischen Interessen thematisiert. Und das hat geklappt. Wir haben gesehen, dass das möglich ist. Ne? Es ist durch die Bewegung Fridays for Future ist es gelungen, das Thema Umwelt auch in den mittleren und den älteren Generationen wirklich zu einem spannenden, sensiblen, leidenschaftlichen Thema zu machen. Bei Umfragen können wir das ja immer wieder sehen. Was mir übrigens Sorge macht, dass eine solche Umweltbewegung wie Letzte Generation das Umweltthema eher negativ belädt, zu einem fast schon hässlichen Thema macht, es ihr nicht gelingt, ihre Aktionen inhaltlich zu untermauern, sondern im Grunde uns zurückgeworfen hat. Die Sympathie für das Thema, gerade auch in der mittleren und der älteren Generation, die Sympathie für umweltpolitische Initiativen ist eingebrochen durch die Aktivitäten der letzten Generation. Man sieht, wie wichtig es ist, in welcher Weise solche Themen angenommen werden. Und es fällt ja auch auf, bei der letzten Generation sind es nicht die unter 25-Jährigen, die hier den Ton angeben, wie das ursprünglich bei Fridays for Future der Fall war, sondern es sind eher die mittleren Altersgruppen, die hier das Sagen haben. Also es kommt auch unheimlich darauf an, wie agiert wird, welche Akzente gesetzt werden, wenn wir erreichen wollen, dass alle Generationen in der Gesellschaft, alle Altersgruppen der Gesellschaft an einem Strang ziehen und es nicht zu einem Konflikt kommt. Das finde ich insofern spannend, dass Sie das sagen, und das ist dann auch meine letzte Frage. 2019 war das große Fridays for Future Jahr. Sie haben gerade selber gesagt, das Momentum ist durch die Corona-Pandemie verloren gegangen. Wir haben aktuell eine Bundesregierung, die das Klimaschutzgesetz, wie es vom Bundesverfassungsgericht eigentlich eingefordert wurde, nämlich mit Sektorenzielen, wieder zurücknehmen will. Das heißt, wir haben eigentlich einen Fortschritt, den wir 2020 durch dieses Gerichtsurteil erreicht hatten, der wird jetzt wieder zurückgenommen. Letztendlich sinken unsere Emissionen kein Stück weit in dem Maß, wie sie es sollten oder müssten. Und auch der Ukraine-Russland-Krieg hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt massiv so schnell umstellen auf Erneuerbare, wie wir es eigentlich müssten. Als Lehrerin sehe ich mich zunehmend mit jungen Menschen konfrontiert, die absolut hoffnungslos sind und die diese Hoffnungslosigkeit auch kommunizieren. Auf einer Tagung hat ein Schüler zu mir gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Tüte Popcorn und schaue dem Weltuntergang zu, weil 3 Jahre Engagement bei Fridays for Future nichts genützt haben. Vor dem Hintergrund wäre es spannend, Sie sind sehr kritisch gegenüber der letzten Generation. Ich habe sehr viele junge Menschen auch erlebt, auch sehr, sehr junge Menschen bei der letzten Generation. Ist es nicht ein Stück weit nachvollziehbar, dass vor dem Hintergrund der Untätigkeit und der Hoffnungslosigkeit, die dadurch entsteht, auch der Wille erwächst, die Aktionsform so zu ändern, dass man wirklich auf eine Revolution in Anführungsstrichen hoffen kann, weil alles andere nicht zur Hoffnung führt? Ist das nicht ein Stück weit nachvollziehbar, dass junge Menschen da jetzt so agieren? Man kann sagen, dass wir eine Verschiebung haben von einer Protestform, wie sie typisch ist für Fridays for Future, die auf eine große Unterstützung in der Bevölkerung abstellt und sehr sensibel darauf achtet, dass alle mitgenommen werden, damit große Erfolge erzielt hat, werden die Gesetzgebung nicht so, wie sie im Moment noch geschrieben ist und hoffentlich nicht aufgeweicht wird mit dem Klimaschutzgesetz. Der 20. September 2019, den werde ich nie vergessen, da bin auch ich hier in Berlin mit weiteren, ich weiß es nicht, 100.000 Menschen vom Brandenburger Tor und überall in der Stadt gewesen. Die ganze Stadt war auf den Beinen und in dem Tag hat ja die damalige Bundesregierung auch dieses Gesetz beschlossen. Das wäre niemals ohne die Leistung von Fridays for Future zustande gekommen. Jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, die Kraft dieser Bewegung ist durch die Corona-Pandemie ganz besonders gebrochen. Die Bewegung hat seitdem keine zusätzlichen politischen Aktionen anschieben können. Durch die politischen Konstellationen ist das auch schwieriger geworden. Den Krieg, die Corona-Pandemie haben wir bereits erwähnt.
Und an die Städte sind sozusagen jetzt radikale Reformen getreten, wie sie zum Beispiel wie durch die Bewegung Letzte Generation vertreten werden. Das ist nachvollziehbar, weil viele der Umweltakteure einfach gemerkt haben, wir kommen nicht weiter. Wir sind seit 2019 nicht vorangekommen mit der Veränderung der Umweltpolitik. Und sie werden ungeduldig und sie stoßen durch die Umstände, vielleicht auch durch die mangelnde Bereitschaft in entscheidenden politischen Kreisen, stoßen auf Granit und haben den Eindruck, wir kommen nicht weiter. Das kann radikalisieren. Ja, es ist nachvollziehbar. Es kann auch zu Verzweiflung führen bei jungen Leuten, die engagiert in der Bewegung sind. Aber das gehört zur Politik. Also ich würde sagen, entscheidend ist, diese Menschen davor zu bewahren, dass sie verzweifeln, sondern mit ihnen zu beraten, wie können denn gesellschaftliche Protestformen aussehen, die es schaffen, die Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten, die den Druck, die Dringlichkeit des Themas unterstreichen, die aber nicht die Bevölkerung spalten, sondern in der Bevölkerung wieder die breite Unterstützung etablieren, die wir 2019 hatten. Ich persönlich glaube, dass in einem solchen demokratischen System, wie wir es hier in Deutschland glücklicherweise haben, am Ende nur zählt, welche große Mehrheit in der Bevölkerung ist da. Was Letzte Generation versucht, direkt die Regierung zu beeinflussen, halte ich für aussichtslos. Wir sind ein parlamentarisches System mit Parteien, die die politische Willensbildung beeinflussen. Wir kommen letztlich nur über Parteientscheidungen, über Parlamentsentscheidungen, die auch von einer Regierung vorbereitet werden können, ja, politisch weiter. Und das halte ich für einen Denkfehler der letzten Generation, dass sie glaubt, nur durch radikale Verzweiflungsaktionen und direkte Appelle an die Regierung weiterzukommen. Auch diese Idee, dass ein Gesellschaftsrat einberufen wird, der praktisch das Parlament am Ende ja aushebelt und dem Parlament etwas vorlegt an Gesetzgebung, was das Parlament angeblich nicht schafft, halte ich für ganz, ganz riskant. Es ist im Grunde eine Erklärung, eine Misstrauenserklärung gegenüber dem parlamentarischen System. Also, der Weg zurück geht über die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, über große Strömungen und Stimmungen in der gesamten Bevölkerung, in allen Altersgruppen. Und das zu erreichen, das ist das Ziel einer außerparlamentarischen Bewegung, einer Umweltbewegung. Und da müssen diese Bewegungen wieder hin, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und nur dann kann auch erreicht werden, dass wir nicht verzweifelte Menschen haben, die nicht mehr in der Lage sind, strategisch zu denken und damit ihre Ziele nicht erreichen, sondern dass wir Aktivisten haben, die mit kühlem Kopf und mit klarer Berechnung und Kalkül dafür sorgen, dass die Stimmung in der Bevölkerung sich verändert.